Ihre Einheit. Sie waren unweit der pakistanischen Grenze stationiert. Dort liegt Waziristan. Hauptumschlagsort im Drogenhandel und Hochburg der Al-Tawid. Ich dachte, das KSK wollte helfen, den Drogenhandel zu unterbinden. Wissen Sie, warum es beim KSK keine Frauen gibt? Keine Ausdauer beim Warten? Tja, wir können halt nicht in Flaschen pinkeln, wenn die Blase drückt. Sie haben während Ihres Einsatzes 6 Beschwerdebriefe geschrieben. Das spricht nicht gerade für einen harten Hund. War die Matratze zu hart? Die Decke zu kratzig? Oder hat Ihnen das Essen nicht geschmeckt? Prüfen Sie die Fakten. Der Einsatz war schlecht vorbereitet. Allein der Standort des Lagers. Hochplateau. Da kann ich auch gleich einen Schießstand eröffnen. Und Ihre Vorgesetzten sahen es anders? Laut Briefing gab es dort leicht bewaffnete Bauern und Ziegenhirten in Sandalen. In Wahrheit saßen da haufenweise gut ausgerüstete Taliban. Aber das Briefing hat ja immer recht. Müssten Sie doch eigentlich wissen, PVB Helmholtz. Unsere Männer wurden von den Amerikanern nicht mehr ernst genommen. Und das hat sie bei der Ehre gepackt. Die Taliban haben mit uns gespielt. Eines Nachts haben die demonstrativ einen LKW mit Sprengstoff aufs Lager gestellt. Bis unter das Dach voll mit TNT. Ja, und da dachten sie sich, nehmen wir uns doch selbst, was uns zusteht? Ich erzähle Ihnen hier nichts, was Ihr Kommandeur nicht so oder so erfahren würde. Wie hast du mich gefunden? Zu zweit über den Atlantik? Schickes Foto. War das nicht eigentlich unser Traum, Julia? Schon vergessen. Was ist in der Nacht passiert? Du hättest die Sache vielleicht lieber selber regeln sollen. Da steht dann plötzlich dieser Kerl vor mir mit seiner schicken Yacht. Macht einen auf Beschützer und hat die Kohle nicht dabei. Das war dein letzter Fehler. Ich lass mich nicht mehr verarschen. Er hatte mit der Sache nichts zu tun. Er wusste nicht mal, um was es geht. Lüg nicht! Ich bin wieder link wie damals im Museum. Du hast den Wärter erschossen. Der hätte doch sonst mich abgeknallt. Er lag am Boden. Ohne Waffe. Du hast ihn einfach erschossen. Einfach so. Ich wollte nur noch weg von dir. Ja. Das hast du dir so vorgestellt, hä? Du reich und ich im Knast. Ich wusste, ich finde dich. Und jetzt will ich mein Geld. Benny, was machst du denn? Hast du dich verletzt? Aua, meine Hand! Hallo, Herr Syrek. Was ist denn passiert? Ein kleiner Sportunfall. Ist der Doktor noch da? Können Sie uns vielleicht irgendwie dazwischen schieben? Na klar, Sie können gleich hier vorne warten. Ist schon viel besser. Außerdem muss ich los. Meine Eltern machen sich Sorgen, wenn ich nicht pünktlich zu Hause bin. Sicher, sicher bin ich, hm? So, wir sehen uns dann in 4 Wochen zur Nachuntersuchung. Danke, Herr Doktor. Tschüssi. Tschüss. Ach, Herr Syrek, ich grüße Sie. Hallo, Herr Doktor. Na, was ist passiert? Benny Steiner, 7B. Er ist beim Sprint gestürzt. Kann sein, dass die Hand verstaucht ist. Mhm. Wo müssen Sie es mal anschauen? Wie lange wird das ungefähr dauern? Ich muss zurück in den Unterricht und ich wollte ja auch noch Benny nach Hause bringen. Ja, Viertelstunde oder so. Ich habe allerdings noch ein paar Hausbesuche, also ich könnte dich auch mitnehmen. Vorausgesetzt, du bist einverstanden. Das wäre doch super, Benny, hm? Das wäre wirklich sehr nett von Ihnen. Komm. Tschüss, Benny. Wiedersehen, Herr Syrek. Können Sie den vielleicht nehmen? Mhm. Tschüss, Frau. Tschüss. Mit dem Oberkommando der sowjetischen Truppen fordere ich euch daher auf, sofort den Kampf einzustellen. Gezeichnet Weidling, General der Artillerie.